Und ich rufe jetzt auf, meine Damen und Herren, ich rufe auf den Einzelplan 04, Hessisches Kultusministerium, und erteile zunächst das Wort dem Abgeordneten Degen, SPD-Fraktion. Christoph, bitte. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich würde mich freuen, wenn auch vom Kultusministerium jemand da wäre. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich ein bisschen für die Erkenntnisse interessieren, die wir Sozialdemokraten so gewinnen konnten, vor allem in der kursorischen Lesung. Ich will vorab aber sagen, machen Sie sich nicht zu große Erwartungen. Wir schaffen es nicht in der Redezeit, die für mich, glaube ich, die so viel ist wie noch nie zuvor, jedes Thema zu bearbeiten. Ich weiß, die Erwartungshaltung gerade bei den Regierungsfraktionen ist ziemlich groß, dass die Opposition ja eigentlich zu allem immer etwas sagt. Aber wir werden ein paar Schwerpunkte herausgreifen. Und ich mache das auch so, weil, wenn man da in diesen Haushaltsplan reinschaut, ja, da gar nicht so ein großer Wurf dabei ist. Da hört man in den Medien einiges, und man versucht zu tun, dass man ganz, ganz viel macht. Aber die Anzahl der Stellen, die geschaffen werden, neu geschaffen werden, ist ja überschaubar, vor allem deshalb, weil die Schülerzahlen steigen, meine Damen und Herren. Und das kann man ganz besonders, ganz wunderbar festmachen am Beispiel der Deutschförderung, einem Thema, das ja gerade der Koalition so sehr am Herzen liegt, meine Damen und Herren. Der Ministerpräsident selbst hat es an dieser Stelle am Dienstag gesagt, ja, es werden ein paar Stellen geschaffen für den Bereich zusätzliche Deutschstunde, für Vorlaufkurse. Das ist ja grundsätzlich alles gar nicht falsch, auch wenn die Vorlaufkurse vielleicht mehr Sinn machen würden, sie an den Kitas anzusortieren. Aber, meine Damen und Herren, der Knackpunkt ist ja, am Ende sind in diesem Haushalt hier weniger Stellen für Deutschförderung als am Anfang, weil Sie kürzen 350 Stellen in der Deutschförderung bei den Intensivkursen, bei den Intensivklassen. Da sind weniger Schüler, jawohl, aber am Ende sind es weniger Stunden für Deutschförderung, meine Damen und Herren. Und das muss man ehrlich sagen, weil es ist ja diese Regierungskoalition, die 2015, wir wissen, da waren wir vor vielfältigen Herausforderungen, ja sogar in den Intensivklassen und Kursen die Wochenstunden gekürzt hat, mit der Begründung, wir haben jetzt so viele Menschen, um die wir uns kümmern müssen, wir müssen hier ein bisschen vom Niveau runter, um allen gerecht zu werden. Das fanden wir damals schon nicht gut. Ich glaube, auch die GRÜNEN fanden das eigentlich gar nicht gut, haben es aber geschluckt aufgrund der großen Herausforderungen. Und jetzt wäre der Zeitpunkt zu sagen, jawohl, wir führen das zurück. Wir sorgen wieder für mehr Wochenstunden bei den Intensivkursen und Klassen. Das tun Sie nicht. Am Ende bleibt es bei diesen Kürzungen. Und ich sage es noch einmal, am Ende sind weniger Stunden für die Deutschförderung in diesem Haushalt als noch vor einem Jahr, meine Damen und Herren. Und einiges landet in den Grundschulen. Jawohl, ich finde das ausdrücklich richtig. Das haben wir schon vor ein paar Jahren herausgearbeitet, dass in Hessen an den Grundschulen, ja, selbst bei 105% Unterrichtsversorgung weniger Unterricht stattfindet als 100% in Hamburg, meine Damen und Herren, weil Hessen ziemlich wenige Unterricht in den Grundschulen bisher hat. Deswegen ist eine Stunde mehr da ja gar nicht falsch, sondern die richtige Richtung. Ich hätte mir vorstellen können, das eher im Bereich Demokratiebildung zu machen an den Grundschulen oder vielleicht sogar die Differenzierungszulage, die auch CDU und GRÜNE vor einigen Jahren gekürzt haben, wieder aufzustocken, um denen, die besondere Bedarfe haben, die auch zu unterstützen besonders. Das tun Sie nicht. Auch bei diesen Kürzungen bleibt es, meine Damen und Herren, leider schade. Und noch mehr schade ist, dass wir alle wissen, dass, da muss ich wieder einen Schritt zurückgehen, ja gerade im Bereich der Grundschulen kaum eine dieser neuen Stellen besetzt werden kann, zumindest nicht qualifiziert besetzt werden kann, meine Damen und Herren, weil es nach wie vor im Bereich der Grundschulen wie auch in den Förderschulen an qualifizierten Lehrkräften fehlt, weil viel zu lange nicht genug ausgebildet wurden. Deswegen ist hier ganz viel Theater dabei in diesem Haushalt, meine Damen und Herren. Und wenn ich schon bei Grundschulen bin, die Grundschulen sind ja die, die in dieser Pandemie im Frühjahr zuerst wieder geöffnet wurden. Das sind die selbst da, wir werden ja morgen über Wechselunterricht reden, wo eben kein Wechselunterricht stattfindet, die nach wie vor mit vollen Klassen eben arbeiten. Und genau deswegen, oder nicht nur deswegen, sondern überhaupt, weil die vielfältigen Anforderungen an Grundschulen die letzten Jahre massiv zugenommen haben, halten wir es nach wie vor für richtig, dass Grundschullehrkräfte auch nach A 13 wie alle anderen bezahlt werden, meine Damen und Herren. Dazu findet man leider wieder nichts im Haushalt. Wir werden diese Forderung aufrechterhalten. Wo es
wo es einen ordentlichen Zuschlag gibt, das ist keine Ironie, ist das Ministerium, meine Damen und Herren. So viele Stellen wie noch nie kann man da wahrwörtlich, kann man wirklich wahrlich hier sagen, so viele Stellen wie noch nie. Schon im letzten Jahr 14 Stellen dazu, jetzt sollen noch einmal 17 folgen. Man kann ja manches Projekt, das damit beabsichtigt ist, nachvollziehen. Ich finde es sinnvoll, dass die Lust überarbeitet wird. Ich freue mich, Herr Kultusminister, sogar, dass endlich auch meinem Anliegen, dass die Krankheitstage von Lehrkräften erfasst werden, nicht im Einzelfall, aber dass wie jedes andere Unternehmen, das endlich auch im Kultusministerium ankommt, dass man hier ein Gefühl hat und dass die Lust dafür mitunter überarbeitet werden soll. Das ist richtig. Wo ich ein bisschen Zweifel habe, ist, ob man dafür, ich glaube, es sind 6 oder 7 Stellen, ich glaube, 6 unbefristete Stellen geschaffen werden soll für eine Maßnahme, die als Projekt angelegt ist, auch wenn man später gucken will, ob man da wieder mehr ins Haus zurückholt. Das könnte man ja machen, wenn man großzügiger wäre bei den Schulen, die mit Entfristungen zu versorgen, dass man endlich mit diesem Entfristungswesen aufhört, dass Lehrkräfte über 5 Jahre immer wieder einen Jahresvertrag haben und dann entlassen werden. Dann könnte ich ja das verstehen, wenn Sie da großzügiger wären. Das sind Sie aber nicht. Da werden die Leute nach 5 Jahren rausgeworfen, wenn sie keine richtige Beamtenstelle eben bekommen. Aber in Ihrem Ministerium haben Sie einen anderen Maßstab. Und ich sage ganz ehrlich, wenn auch dieses Anliegen mit der Lust eigentlich nachvollziehbar ist, es ist ja so, das kann ich sagen, der Staatssekretär, auch nicht die Haushaltsabteilung, in der kursorischen Lesung hier mir beantworten konnte, ob die 14 Stellen von letztem Jahr, die Sie unbedingt haben wollten, die so wichtig waren, ob die überhaupt alle besetzt sind. Das konnten Sie nicht beantworten. Und ich sage Ihnen, solange das Ihrem Haus so unwichtig ist, so unbedeutend, überhaupt mal darüber Bilanz zu ziehen, ob diese 14 von letztem Jahr schon besetzt sind, solange müssen wir keine 17 weiteren Stellen hier schaffen, meine Damen und Herren. Da wollen wir erst einmal wirklich eine klare Bilanz der bisherigen Stellenbesetzungsverfahren haben. Und dann komme ich zu einem anderen Anliegen, das ich grundsätzlich für richtig finde. Das sind die pädagogisch selbstständigen Schulen. Kollege Wagner hat sie auch am Dienstag hier sogar auch genannt. Ich finde das ein richtiges Projekt, den Schulen da mehr Freiheiten zu geben, mehr Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren, auch um ein bisschen konkurrenzfähig zu bleiben, sich weiterzuentwickeln. Wir haben so etwas Ähnliches in unserem Wahlprogramm mit Schulentwicklung unterstützen gehabt. Was ich aber schade finde, ist, dass diese Stellen hier oder diese Entwicklungsmöglichkeiten mit 15 begrenzt sind. Ich weiß, Sie wollen maximal 30 zulassen, auch das verstehe ich nicht, weil ich glaube, dass da nichts Falsches dran ist und man auch über 30 hinausgehen könnte. Andererseits ist es so, dass ja leider schon im letzten Jahr nur viel weniger Schulen davon Gebrauch gemacht haben, als sie eigentlich wollten, weil nur 1% obendrauf zu satteln, ist halt ein bisschen wenig für vielfältige Aufforderungen, für den Verzicht auf Noten, für einfach viel mehr Arbeit, die damit entsteht. Und deswegen, glaube ich, könnte man hier durchaus ein bisschen mehr draufsatteln, als das bei 15 festzuzuhören. Das ist für ein so wichtiges Projekt der Grünen, finde ich, ein bisschen wenig. Da, glaube ich, hätte ich mir mehr gewünscht, meine Damen und Herren. Was ich auch nicht verstehe, ist, dass für die eigentlichen selbstständigen Schulen, die beruflichen selbstständigen Schulen und die selbstständigen allgemeinbildenden Schulen, dass dafür kein eigener Etat da ist. Da würde ich mir auch mehr Fortschritt wünschen, mehr Werf einfach voranzugehen, die Selbstständigkeit zu unterstützen. Da waren wir in diesem Haus mal weiter. Aber das ist derzeit wohl nicht das Interesse der Regierungskoalition. Meine Damen und Herren, vieles steht wie bei der pädagogischen Selbstständigkeit unter dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein, aber wirklich vorwärts kommen Sie an keiner Stelle. Man kann natürlich seinen Parteifreunden und auch der Öffentlichkeit sagen, wir tun hier was, wir tun da was, 40 Stellen mehr, 50 Stellen, 40, weiß nicht wer, für Inklusion. Auch da hat die kursorische Lesung ergeben, ja, das muss sein, weil die Schülerzahlen steigen. Aber an Qualität für Inklusion ändert das nichts. Auch nicht, dass endlich die beruflichen Schulen davon profitieren und ein eigenes Budget bekommen oder sogar berücksichtigt werden sollen und das nicht aus den inklusiven Schulbündnissen, wo eh zu wenig drin ist, rausgeschwitzt werden muss, passiert leider nichts. Die Antwort nach wie vor ist aus dem Kultusministerium, die beruflichen Schulen sind ja ohnehin schon so toll aufgestellt, das sehen die ganz anders, dass sie die Inklusion mal ganz nebenher stemmen müssen, meine Damen und Herren. Das muss sich ändern. Das ist wirklich kein Fortschritt für die Schulen. Ähnlich ist es mit den UBUS-Stellen. Kollege Wagner hatte am Dienstag hier von Schulsozialarbeit gesprochen. Ich habe noch einmal nachgeschaut. Ich finde keine Schulsozialarbeit im Haushaltsplan.
Es gibt U-Bus-Stellen, jawohl. Uns wurde immer wieder klar gesagt, das ist keine Schulsozialarbeit. Deswegen weiß ich nicht, wo die stattfinden soll. Ich glaube, vielleicht hat man sich einfach auch geirrt oder selbst da etwas anderes darunter vorgestellt. Denn faktisch ist es keine Schulsozialarbeit. Da passieren ganz andere Dinge. Und was wir uns wünschen, ist wirklich eine echte Jugendsozialarbeit, die Außerschulisches und Schulisches miteinander vernetzt. Das passiert hier nicht. Und eine Viertelstelle gibt es nach wie vor nur für berufliche Schulen. Das ist viel zu wenig. Daran ändert sich auch nichts. Und gerade in der Pandemie, wo gerade auch junge Leute an beruflichen Schulen besonders betroffen sind, die oft auch alleine schon leben, die kein Elternhaus haben, das sie auffängt, die vor Vereinsamung stehen, die vor Belastungen stehen, auch im Betrieb, in der Ausbildung, da glaube ich, wäre es sehr sinnvoll, auch hier wirklich aufzusatteln in der sozialpädagogischen Arbeit an den beruflichen Schulen, meine Damen und Herren. Schulgesundheitsfachkräfte hatte der Kollege Wagner auch am Dienstag genannt. Auch die habe ich nicht gefunden. Ich weiß nicht, Herr May, vielleicht klären Sie mich gleich auf, ob Sie mehr wissen als ich, wo die noch drinstehen im Haushalt. Mir sind sie bisher nicht aufgefallen. Auch das fände ich sinnvoll, wenn da man einfach mehr tut, um auch hier die Schulen zu entlasten und die Gesundheit zu unterstützen. Was weiterhin ein richtiges Projekt ist, mit leider nur 35,5 Stellen, sind die Verwaltungsstellen, die Verwaltungsfachkräfte für Schulen. Schulleitungen sind nicht nur jetzt in der Pandemie besonders belastet, stehen vor vielfältigen Herausforderungen. Und ich halte es für wichtig und richtig, dass hier endlich Entlastung passiert. Aber schon im letzten Jahr hieß es, es würden 100 Stellen geschaffen. Ich glaube, auch da ist noch keine einzige besetzt. Also leider kommt die Landesregierung hier nicht voran, hat sich letztes Jahr etwas feiern lassen, was sie jetzt wieder tut. Jetzt sollen es 10 Millionen sein für 35,5 Stellen. Da scheinen mir doch die von letztem Jahr dabei zu sein. Irgendwie seriös ist das alles nicht und voran kommen sie auch nicht. Wir brauchen jetzt endlich Entlastung für Schulleitungen, meine Damen und Herren. Grundprinzip unserer Politik ist, da wo Ungleiches ist, das auch Ungleiches behandeln. Das heißt vor allem den Sozialindex ausbauen. Ich glaube, es gibt hier 40 Stellen, auch wieder eine kleine Entwicklung in die richtige Richtung, aber damit einen echten schulscharfen Sozialindex, der wirklich hilft, Schulen, die besonders belastet sind, besonders zu unterstützen. Da wird sich nicht viel tun, meine Damen und Herren. Leider ist der Sozialindex in Hessen nach wie vor vor allem auf den Raum, auf das Sozialräumliche bezogen und eben nicht auf die einzelne Schule. Das muss sich endlich ändern. Digitalpakt, jawohl. Digitalpakt, da kommt vor allem das Geld vom Bund. Ohne Bund wird sich hier wieder nichts tun, meine Damen und Herren. Hessen ist nach wie vor Schlusslicht in Deutschland, was die digitale Entwicklung an Schulen angeht. Wir sind viel, viel weiter, auch mit dem Wechselmodell, wenn wir hier endlich richtige Voraussetzungen hätten. Leider können wir hier uns nur auf den Bund verlassen, aber nicht auf die Landesregierung, meine Damen und Herren. Ich würde noch etwas sagen zu Volkshochschulen, wo jetzt schon der Etat ausgeschöpft ist, der Projekte im Pakt für Weiterbildung. Ich könnte viel sagen über die Lehrerbildung. Wir haben ja nicht mehr ein neues Lehrerbildungsgesetz. Und auch hier muss viel mehr für den qualifizierten Quereinstieg getan werden, meine Damen und Herren. Wir werden noch einiges vorlegen zu Chancengleichheit. Ich sagte es zur Schulsozialarbeit, zu einem schulscharfen Sozialindex, zu individueller Förderung, zu Lehrerbildung, Ausbildungskapazitäten, A13 für alle, zum Sanierungsstau und der Modernisierung von Schulen, um wirklich auch Ganztagsschulen investiv zu unterstützen. Und einiges mehr, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. Bisher ist dieser Haushalt alles andere als ausreichend, sondern ungenügend, meine Damen und Herren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Christoph Degen. Das Wort hat nun der Abgeordnete Daniel May, Bündnis 90 Die Grünen. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Haushalt 2021 in Verbindung mit dem Sondervermögen schaffen wir wichtige Unterstützung für unser Schulsystem in der aktuellen Situation und sorgen dafür, vielen Dank, dass unsere Schulen zukunftsfähig aus der Krise herausgehen können. Auch in Krisenzeiten, in denen die öffentlichen Haushalte deutlich unter Druck kommen, legen wir einen Schwerpunkt auf Bildungspolitik. Wir haben das Ziel,
dass unsere Schulen gestärkt aus der Krise herausgehen sollen. Wir wollen, dass unsere Schulen sich nachhaltig entwickeln können, und zwar indem wir einerseits die soziale Dimension von Bildung bearbeiten und andererseits neue Entwicklungschancen für unsere Schulen ermöglichen. Unser Ziel ist es, dass alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Bildungschancen haben. Wir wissen, dass meine Fraktion macht es mir schwer, mit meinem Zeitkontingent auszukommen. Wir wissen, dass trotz erheblicher Anstrengungen es einen erheblichen Leistungsvorsprung der Schülerinnen und Schüler mit begünstigten sozioökonomischen Hintergrund gibt. Aber wir nehmen dies nicht tatenlos hin, sondern arbeiten kontinuierlich daran, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrem Hintergrund die gleichen Chancen haben. Ein besonderer Schwerpunkt ist für uns die Unterstützung der Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Wir haben daher als Fraktion bereits im Frühsommer 2019 als einer der ersten Setzpunkte unserer Fraktion überhaupt in dieser Wahlperiode den Antrag, die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen in diesem Landtag zur Debatte gestellt. Mehr Schulsozialarbeit, mehr sozial initiierte Lehrerzuweisung, mehr Schulgesundheitsfachkräfte, mehr Ganztag sind die tragenden Säulen dieses Programms. Ganz konkret bedeutet das, an allen Schulen mit dem Bildungsgang Haupt- und Realschule, also alle verbundenen HR-Schulen, an allen schulformgebundenen Gesamtschulen und an allen integrierten Gesamtschulen gibt es nun mindestens eine volle Stelle Schulsozialarbeit aus dem Landesprogramm. Zudem ist es so, dass, und da möchte ich gerne dem Kollegen Degen gerne nachhelfen, dass das UBUS-Programm eine Erfolgsgeschichte ist, die untrennbar mit der grünen Regierungsbeteiligung verbunden ist. Gab es zum Eintritt der Grünen in die Regierung 2014 dieses Programm noch nicht, haben wir im Bereich der Schulsozialarbeit jetzt 910 Stellen zur Verfügung. Und, Herr Kollege Degen, auch wenn das Programm UBUS heißt, Sie wissen, was der Hintergrund ist, dass nämlich die Schulsozialarbeit im engeren Sinne eine kommunale Aufgabe ist, sind es Schulsozialarbeitsstellen, und ich glaube, dass an dieser Stelle gibt es kein geschütztes Markenzeichen, auf das Sie sich berufen können, sondern entscheidend ist das, was an den Schulen ankommt, und das sind 910 Stellen für Schulsozialarbeit, die die Kollegien vor Ort aktiv entlasten. Mit der sozial indizierten Lehrerzuweisung werden wir in diesem Haushalt 2021 auf 800 Stellen kommen. Auch das eine ganz konkrete Entlastung für die herausgeforderten Schulen vor Ort. Und das Landesprogramm Schulgesundheitsfachkräfte, auch dort helfe ich dem Kollegen gerne aus, wird von uns weitergeführt, und dort stehen 20 Stellen für die Schulen zur Verfügung. Und dort, wo die besonderen Herausforderungen dieser Zeit sich im Schulbereich kumulieren. Dort schaffen wir zusätzliche Lehrerstellen, dort schaffen wir zusätzliche Kräfte für multiprofessionelle Teams, und damit entlasten wir die Kollegien und verbessern die Bildungsgerechtigkeit in diesem Land. Dieses zentrale Thema bleibt in unserer Schulpolitik einer der Schwerpunkte und wird durch den Haushalt 2021 weiter verstärkt. Und ein weiterer Schwerpunkt unserer Schulpolitik ist der Ganztag. Ganz besonders hervorheben möchte ich in diesem Jahr den Bereich der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Als wir Grünen 2014 in die Regierung mit eingetreten sind, gab es hier großen Nachholbedarf. Viele Eltern forderten zu Recht, dass die dort bestehende Betreuungslücke engagiert angegangen wird. Und mit den Kommunen zusammen haben wir dann das Programm Pakt für den Nachmittag entwickelt und damit für viele Tausende Eltern und Schülerinnen und Schüler ein Betreuungsangebot im Grundschulbereich erreicht. Ganz konkret heißt das, wir haben im Pakt für den Nachmittag jetzt 299 Schulen, die ein Betreuungsangebot von 7.30 Uhr bis 17 Uhr anbieten können. Dazu kommen 291 Schulen, die im Profil 1 sind, sowie 78 Grundschulen, die im Profil 2 oder 3 sind, also auch dort eine ähnliche ganztägige Betreuung anbieten können. Das zeigt, auch im Bereich des Ganztages haben wir massiv Ressourcen reingesteckt, und mit dem Haushalt 2021 haben wir im Vergleich zu 2013/14 im Ganztagsbereich die Stellen mehr als verdoppelt, nämlich um 2.244 Stellen erhöht. Und zum Thema
Bildungsgerechtigkeit gehört für uns auch die Deutschförderung. Die Koalition hat mit dem Schwerpunkt auf die Bildungssprache Deutsch hier einen, wie ich finde, zutiefst inklusiven Ansatz gewählt. Denn das Ziel, das hier verfolgt wird, ist, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Startchancen erreichen sollen, um den Unterricht und der gesellschaftlichen Teilhabe gleichermaßen folgen zu können. Die zusätzlichen Stellen, die Sie in diesem Bereich eingerichtet haben, sind, glaube ich, gut angelegt. Denn sie schaffen einerseits über die zusätzliche Deutschstunde etwas, das zusätzliche Förderung im Bereich Deutsch allen Schülerinnen und Schülern zugutekommt. Und gleichzeitig schaffen wir mit den Vorlaufkursen ein Angebot, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die weniger gute Startchancen haben, hier eine spezielle Förderung zugutekommen lassen. Also auch das ein Bereich, wo wir für mehr Bildungsgerechtigkeit unterwegs sind. Und auch im Bereich der inklusiven Beschulung entlasten wir die Kollegien und sorgen dafür, dass diejenigen Eltern, die das wünschen, eine inklusive Beschulung für ihr Kind wählen können. Ganz konkret in Stellen heißt das, dass wir seit 2013, 2014 mit dem Haushalt 21 hier 1.063 Stellen zusätzlich aufgebaut haben werden. Auch das, glaube ich, ein sehr eindrucksvolles Signal, welchen Schwerpunkt wir auf die Bildungspolitik legen. Ja, und das ist ja auch ein gutes Signal, Herr Kollege Degen, dass wir das an dieser Stelle ermöglichen. Das freut mich, dass Sie das so anerkennen. Seit dem Jahr 2015 haben sich die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung ganz massiv geändert. Im Jahr 2014 gingen die meisten Bildungspolitiker noch von einer demografischen Rendite aus. Auch der Kollege Degen hat sich in seiner Pressemitteilung zum Haushalt 2014 seinerzeit noch darauf bezogen. Aber wir wissen, dass sich die demografische Entwicklung sehr stark geändert hat. Und das Land Hessen hat so, wie alle anderen Bundesländer auch, die Situation, dass wir einem besonders angespannten Lehrerarbeitsmarkt gegenüberstehen. Daher ist es uns wichtig, dass wir selber aktiv werden, um den Fachkräftebedarf im Schulbereich zu sichern. Aus diesem Grund haben wir seit 2017 die Kapazitäten an unseren Hochschulen, was die grundständige Ausbildung angeht, ausgebaut und werden das auch im kommenden Jahr machen. Zusammen mit den zusätzlichen Ausbildungsplätzen im Bereich des Referendariats sowie zusätzlich geöffneten Weiterbildungsmaßnahmen reagieren wir verantwortungsvoll auf die Herausforderungen, die es auf dem Lehrerarbeitskräftemarkt gibt. Und diese Maßnahmen werden mit dem Haushalt 21 weiter verstärkt. Und wir ermöglichen mehr pädagogische Freiheit mit diesem Haushalt. Es sind, da ist es in der Tat ein Druckfehler gewesen. Es sind 30 Schulen, auf die wir uns als Koalition vereinbart haben, die wir jährlich zusätzlich im Bereich pädagogische Selbstständigkeit erreichen wollen. Insgesamt 150 Schulen in dieser Wahlperiode. Und ich begrüße das ausdrücklich, dass neben der haushaltstechnischen Unterstützung und Absicherung, die wir benötigen, die Landesregierung es auch ermöglicht hat, hier Erleichterungen für die Schulen auf dem Weg zur pädagogischen Selbstständigkeit zu machen, weil das eben während der Pandemie so schwierig ist. Und von daher habe ich volles Verständnis dafür, wenn Schulen, so wie es dieses Jahr passiert ist, dann eben sagen, wegen der Pandemie ziehen wir jetzt noch einmal unseren Antrag zurück. Deswegen ist es richtig, dass die Landesregierung an dieser Stelle das Antragsverfahren erleichtert hat und dass es einen zusätzlichen Termin geben wird, sodass die Schulen zusätzliche Gelegenheit und Zeit haben, sich hier auf dem Weg zur pädagogischen Selbstständigkeit zu machen. Zu den Digitalpakten gäbe es noch so viel zu sagen, zumal Kollege Degen leider vergessen hat, dass das Land Hessen hier im Vergleich zu anderen Bundesländern sehr viel tut. Auch Ihre Haltung zum Sondervermögen wäre noch einmal zu beleuchten gewesen. Denn wenn wir das machen würden, was Sie machen, was Sie vorschlagen, gäbe es kein Sondervermögen, könnten wir viele Dinge, die im Bildungsbereich dort zugutekommen, auch nicht passieren. Auch insbesondere sage ich mal, dass die 3 Milliarden für die Kommunen, die ja auch Schulträger sind, nicht zur Verfügung stehen. Auch eine interessante Positionierung der SPD. Aber mit Blick auf die Uhr kann ich das jetzt leider nicht ausführen, sondern komme zum Schluss. Mit diesem Haushalt 2021 setzen wir unseren Kurs fort. Wir sorgen dafür, dass Hessens Schulen weiter modernisiert werden,
dass wir mehr Bildungsgerechtigkeit für unsere Schulen schaffen. Dazu dienen unsere zusätzlichen Ressourcen für Schulsozialarbeit, für die Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen, mit mehr Mitteln für den Ganztag. Und diesen Weg wollen wir kontinuierlich weitergehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat jetzt der Abg. Scholz, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrter Herr Staatsminister Lorz, meine Damen und Herren, auf der Suche nach einem Gleichnis, welches den eher traurigen Zustand unseres hessischen Bildungssystems sowie dessen Fehlentwicklung seit der Regierungsübernahme durch Schwarz-Grün im Jahr 2014 treffend zu beschreiben vermag, erinnerte ich mich an eine Schiffsmetapher eines prominenten Mitgliedes des Wiener Kreises, welche ja, unseren beiden linken Parteien ja wohl sehr bekannt sein müsste, des eher marxistisch orientierten Wissenschaftstheoretikers Otto Neurath. Zitat, ich darf Ihnen das mal zur Kenntnis bringen, wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten Bestandteilen neu errichten zu können. Zitat Ende. Unser Kapitän alias Staatsminister Lorz steuerte das Schiff namens Bildungssystem die ersten Jahre seiner Amtszeit durch ruhiges Gewässer, ohne dabei in dessen Erhaltung und Modernisierung zu investieren und die Besatzung aufzustocken sowie nachhaltig zu qualifizieren. Seit nunmehr fast einem Jahr sieht er sich jedoch mit dem Problem konfrontiert, sein Schiff durch einen Orkan manövrieren zu müssen. Schiffsführer Lorz hat jetzt die Wahl zwischen genau zwei Optionen. Er bringt die sachlich gebotenen Strategien zum Einsatz, das heißt, wählt geeignetes Werkzeug und Material, um sein Schiff auf dem tosenden Meer sturmfest zu machen, oder aber gibt sich weiterhin der reinen Kontemplation hin und unbeachtet mehr oder minder teilnahmslos an sich abzeichnenden Untergang des ihm vom hessischen Volk zu treuen Händen auf Zeit überantworteten Schiffes. Herr Prof. Lorz, die von Ihnen zwecks Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages unserer Schulen unter den Pandemiebedingungen ergriffenen Maßnahmen sind in ihrer Gesamtheit gescheitert. Suchen Sie doch bitte einmal, und das sage ich Ihnen als Lehrer, der jahrelang an Schulen gearbeitet hat, unsere Brennpunktschulen unangemeldet unterstrichen auf. Reden Sie dort einmal mit den Lehrern, mit den Schülern vor Ort und überzeugen Sie sich einmal von den realen Bedingungen. Ich garantiere Ihnen, Sie werden von der Realität sehr überrascht sein. 60% der Hessen sind mit der schwarz-grünen Bildungspolitik sowie ihrer Krisenbewältigungsstrategie nicht einverstanden. Die berufliche Motivation bei Schulleitern ist gemäß einer Forsa-Umfrage in erschreckendem Ausmaß gesunken, weil diese durch ihre Konzeptlosigkeit maßlos überfordert und alleingelassen werden, was übrigens auch auf den Großteil der Lehrerschaft zutrifft. Unsere Kinder, deren Eltern und Lehrer werden von einem nicht mehr nachvollziehbaren Maßnahmenwirrwarr inklusive Masken und Lüftungsregeln psychisch erheblich belastet und werden wohl weiterhin mit einem Flickenteppich aus größtenteils ineffektiven Maßnahmen vermehrt rein ideologisch motivierter Fehlentscheidungen und hierdurch verursachten Fehlinvestitionen leben müssen. Der Inhalt des diesjährigen Einzelplans 04 stützt diese Ansicht in bedrückender Weise. Das Festhalten am Präsenzunterricht, welches die AfD in der Sache sehr begrüßt, ist lediglich der Versuch, aus ihrer Not eine Tugend zu machen. Denn Wechsel und ganz und vollständiger Distanzunterricht würde die Versäumnisse der letzten Jahre scharf hervortreten lassen, sei es die lückenhafte digitale Infrastruktur der Schulen, die mittlerweile chronische Lehrermangel und die unzureichende psychologische Betreuung unserer Lehrer und Schüler. Auch in diesem Jahr wurden seitens meiner Fraktion wieder 13 Änderungsanträge gestellt, welche bezwecken, die fundamentalsten Fehlentscheidungen des hessischen Kultusministeriums zu korrigieren. Ich werde mich in meiner Rede auf eine kleine Auswahl beschränken. Beginnen wir mit dem angesprochenen unzureichenden Lehrerversorgung an unseren Schulen. Die Landesregierung geht von 53.456 Lehrern aus, welche einer Unterrichtsversorgung von 105 entsprechen.
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, stellte der Philologenverband einen 7-Punkte-Plan zur Bewältigung des Lehrkräftemangels vor. Eine Forderung daraus lautet, dass eine 130-prozentige Unterrichtsversorgung angestrebt werden müsse, um real die 100-prozentige Unterrichtsversorgung zu garantieren. Dieser Sichtweise schlossen wir uns natürlich an und berechneten einen Mehrbedarf von 12.714 Stellen zur Absicherung einer 130-prozentigen Unterrichtsversorgung. Da die Anhebung um 12.714 Stellen binnen Jahresfrist natürlich nicht realisierbar sein kann, wird diese Anzahl auf die kommenden 5 Jahre gleichmäßig verteilt, was somit einem Stellenzuwachs in Höhe von 2.543 pro Jahr entspricht. Die Vorstellung der Landesregierung mutet demgegenüber sehr bescheiden an. Der für 2021 zu veranschlagende Haushaltsposten für Beamtenbezüge ist demnach um 128,5 Millionen € zu erhöhen. Es ist uns bewusst, dieses Vorhaben ist sehr ambitioniert. Klar wird hieraus jedoch, dass Sie Ihre vornehmste Aufgabe vernachlässigt haben, dieser fatalen Entwicklung rechtzeitig entgegenzuwirken. Sie haben es unterlassen. Nehmen Sie sich endlich ernsthaft dieses Problems an und handeln Sie. Zum nächsten Thema. Die unübersehbare Zunahme psychischer und psychosomatischer Erkrankungen innerhalb der Lehrer- und Schülerschaft scheint die Landesregierung völlig zu ignorieren. Eine DRK-Studie vom November 2019 belegt, dass fast jeder vierte Schüler in Deutschland psychische Probleme aufweist, welche sich zudem seit dem Beginn der Corona-Pandemie massiv verschärften. Soziale Isolation im Distanzunterricht sowie das Gefühl mangelnder Vorbereitung auf die bevorstehenden Prüfungen verstärken gerade bei älteren Schülern die Zukunftsängste. Es gibt Schulen, in denen fast die Hälfte der Schüler bereits nach dem ersten Lockdown inhaltlich abgehängt worden waren. Bereits zu Beginn der Pandemie hat man bei den Kindern Ängste geschürt, indem man ihnen z.B. die Schuld für den baldigen Tod ihrer nahen Verwandten suggerierte, sollten sie sich nicht an den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen halten. Auch infolgedessen waren vermehrt Schlaf- und Verhaltensstörungen sowie Waschzwänge und Depressionen zu beobachten. Zahlreiche Kinderärzte berichten darüber. Ja, Lehrer sind ebenfalls erheblich von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen betroffen. Jeder dritte Lehrer leidet unter einem Burnout-Syndrom. Die Lehrer benennen die Ursachen, unter anderem die Inklusionsproblematik, die schwierige Integration von Seiteneinsteigern sowie erschwerte Arbeitsbedingungen an den Schulen der sozialen Brennpunkte. Und was haben Sie da entgegenzusetzen? Nichts, vernachlässigbar wenig. Die insgesamt etwa 830.000 hessischen Schüler und deren Lehrerschaft werden von gerade einmal 114 Schulpsychologen betreut, was einer Betreuungsquote von 6.670 entspricht. Unsere Lösung hierfür: bei Zugrundelegung einer durchschnittlichen Betreuungsquote von realistischen 1.100 Schülern pro Schulpsychologen sowie unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Art und Größe der Schulen ergibt unsere Berechnung die Gesamtzahl von 755 erforderlichen Stellen für Schulpsychologen. Analog zum letzten Jahr beantragen wir daher die Aufstockung der Geldmittel für die psychologische Unterstützung unserer Lehrer und Schüler um 30 Millionen € und damit die Erhöhung der Zuwendung auf insgesamt 46 Millionen €. Die zwischenzeitlich von der Landesregierung veranschlagte Mehrinvestition in Höhe von 700.000 € geht zwar in die richtige Richtung, ist demgegenüber jedoch ein viel zu kleiner Schritt. Meine Damen und Herren, Sie mögen es gerne hören oder auch nicht. Die Inklusion von Kindern mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen ist, und dies wird vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie überdeutlich, vollends gescheitert. Die rein ideologisch motivierte Inklusion an Regelschulen bedeutet erwiesenermaßen nicht nur ein erhöhtes Entwicklungsrisiko für behinderte Kinder und solche mit erhöhtem Förderbedarf, sondern geht auch einher mit der massiven Überforderung unserer Lehrkräfte. Umfragen unter Lehrern ergab, dass 70% von ihnen die Meinung vertreten, wonach Inklusionsschüler während der Aussetzung des Schulbetriebs im Frühjahr höchst
unzureichende Betreuung erfuhren und weitaus besser in Förderschulen aufgehoben wären. 83%, das können Sie nachlesen, brauchen Sie nicht mit dem Kopf zu schütteln, der befragten Lehrer befürworten den Erhalt und Ausbau des Förderschulsystems. Demgegenüber, kann man auch nachlesen, wurde seit der Regierungsübernahme von Schwarz-Grün 22 Förderschulen geschlossen und deren Kinder in Regelschulen überführt, wissend, dass dort in personeller, sächlicher und räumlicher Hinsicht erhebliche Mängel bestehen. Förderschulen sind erwiesenermaßen erhaltens- und ausbauwürdige Bestandteile unseres Schulsystems, welche die spezifische Unterstützung behinderter Kinder und solche mit festgestelltem Förderbedarf am besten gewährleisten. Daher ist deren angemessene Ausstattung durch Zuweisung entsprechender finanzieller Mittel sicherzustellen. Die von uns veranschlagte Erhöhung der Ausgaben für Bildung und Erziehung in Förderschulen um 135 Millionen Euro wird in solider Art und Weise vollständig gegenfinanziert durch die Kürzung der vorgesehenen Ausgaben für die Inklusion an Regelschulen. Zur Inklusion mit Augenmaß hierfür geeigneter Schüler sowie der intensiven Förderung kranken Schüler gemäß der Produktbeschreibung, welche andererseits nur 0,3% der hessischen Inklusionsschüler ausmachen, stände dann immer noch ein Betrag in Höhe von ca. 145 Millionen Euro zur Verfügung. Meine Damen und Herren, zur Vermeidung neuerlicher Missverständnisse weise ich an dieser Stelle mit Nachdruck darauf hin, dass die Förderung kranker Schüler im Sinne der Produktbeschreibung von den Kürzungsmaßnahmen gänzlich unberührt bleibt. Zum Abschluss möchte ich Ihnen einen Änderungsantrag vorstellen, welcher Bezug nimmt auf unseren Antrag mit der Drucksachennummer 204000. Dieser wurde bereits in das vergangene Plenum eingebracht und dem hiesigen Automatismus folgend von den Kartellfraktionen abgelehnt. Dieser fordert die Landesregierung zur Erstellung und Umsetzung eines Hygienekonzeptes auf, welcher aus Maßnahmen zur Luftreinigung, Handhygiene, Schichtbetrieb sowie Wechselunterricht besteht. Das Kernanliegen dieses Antrags besteht darin, alle hessischen Schulen zunächst auch mit mobilen und final mit stationären Luftreinigungssystemen mit Frischluftzufuhr und Klimafunktion auszustatten. Dessen Realisierung würde unseren Lehrern und Schülern nicht nur ein lehr- und lernförderliches Klima zu jeder Jahreszeit ermöglichen, sondern zudem die Klassenräume von virenbelastenden Aerosolen praktisch vollständig befreien. Herr Kultusminister, es ist doch völlig indiskutabel, dass unsere Schüler und Lehrer bei Minusgraden alle 20 Minuten einem Lüftungsregime ausgesetzt werden, welches erstens die Entstehung von Erkältungskrankheiten begünstigt und zweitens einen Verstoß gegen die Bestimmungen der Arbeitsplatzverordnung darstellt, die eine Mindesttemperatur von 20 Grad Celsius für sitzende Tätigkeiten normiert. Es kann ferner nicht sein, dass unsere Schülern das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen aufgezwungen wird, welche zur Virenabwehr nachweislich praktisch wirkungslos sind und gerade im Winter bzw. bei unsachgemäßer Handhabung gesundheitsschädliche Wirkungen entfalten können und insbesondere aus pädagogischer Sicht im Grundsatz abzulehnen sind. Die lineare Extrapolation der Schätzwerte aus dem Schulkreis Frankfurt für die Ausstattung der dortigen Schulen mit Luftreinigungssystemen ergibt für die Gesamtheit der hessischen Schulen einen Kapitalbedarf in Höhe von ca. 120 Millionen Euro. Zur Finanzierung der vorgeschlagenen Ausstattungsmaßnahme der Schulen ist ca. nur 1% des sogenannten Corona-Sondervermögens in Höhe von 12 Milliarden Euro erforderlich. Die von der Landesregierung den Schulträgern bereitgestellten Mittel in Höhe von 100 Millionen € würden allein schon dafür benötigt werden, unsere Schulen in einem angemessenen baulichen Zustand zu versetzen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich bilanzieren. Unsere 13 Änderungsanträge führen zu Ersparnissen in Höhe von 268,5 Millionen Euro. Die erforderlichen Mehrausgaben summieren sich unter Berücksichtigung der Kosten für die Luftreinigungssysteme in Höhe von 120 Millionen Euro auf insgesamt 585 Millionen Euro. Damit ergibt sich, dass das Land Hessen im kommenden Jahr 316,5 Millionen Euro mehr in nachhaltige Bildungsmaßnahmen investieren kann. Weitere Schwerpunkte bilden hier die Förderung der Bildungssprache Deutsch, der Grundschulen, der Stärkung des mehrgliedrigen Schulsystems sowie berufsqualifizierender Bildungsgänge.
Dies ist ein vergleichsweise bescheidener finanzieller Beitrag unseres hessischen Volkes angesichts dessen, was sich bereits am Horizont abzuzeichnen beginnt und hierdurch vielleicht noch abgewendet werden kann, die Erzeugung einer verlorenen Bildungsgeneration. Herr Professor Lorz, wenn es Ihnen ernst damit ist, unseren Kindern auch unter den herrschenden widrigen Bedingungen bestmögliche Bildungsangebote zuteilwerden zu lassen, dann sollten Sie zeitnah die hierfür notwendigen und hinreichenden Voraussetzungen schaffen. Die Alternative für Deutschland ist Ihnen dabei sehr gern behilflich. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Scholz. Das Wort hat der Abgeordnete Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, Investitionen in Bildung sind nachhaltig, Investitionen in Bildung sichern eine gute Zukunft und Investitionen in Bildung sind das Megathema in diesem Haushaltsplan. In diesem Haushaltsplan legen wir kontinuierlich, weil bei uns Verlass ist, über 100 Millionen Euro wieder drauf. Und wir erreichen damit ein Rekordvolumen von über 6 Milliarden, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, wir machen keine Bildungspolitik nach Kassenlage. Das machen wir nicht. Wir machen Bildungspolitik nach Vernunftsmaßstäben. Und aus Überzeugung investieren wir punktgenau in die Projekte, die anstehen, in Sprachförderung, in Ganztag, in zusätzliche Lehrkräfte, in Unterstützungsmaßnahmen. Und genau darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger in Hessen, darauf können sich unsere Schulen und darauf können sich die Kollegien und die Eltern verlassen, meine Damen und Herren. Und, Herr Präsident, mit Ihrem Einverständnis darf ich mal zeigen, wie so etwas aussieht. 12 Jahre in Folge. 12 Jahre in Folge kontinuierlich zusätzliche Ausgaben für Bildung. Das ist der Bildungsetat mit 4,3 Milliarden, mit 4,3 Milliarden Euro. Ja, kommen Sie genau hin. Können Sie sich gut merken, machen Sie auch gerne Fotos, gerne erlaubt. Im Gesamtetat Einzelplan 04, über 6 Milliarden Euro. Das gibt es nur in Hessen, und das gibt es nur mit Schwarz-Grün, meine Damen und Herren. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, was machen wir genau? Und, weil ich disziplinierter Mensch bin und mich an die Redezeit, die wir fraktionsintern verabredet haben, halten möchte und auf 9 Minuten mich beschränke, 4 große Punkte. Lehrerversorgung ist der erste. Wir haben in diesem Jahr wiederum 1.156 zusätzliche Lehrkräfte vorgesehen und garantieren gleichzeitig die eben gerade schon zitierte 104-105-prozentige Lehrerversorgung. Das mal vor die Klammer. Alleine die Gewährleistung der Zusätze von 4 bzw. 5% kosten 16,5 Millionen. Das ist nicht trivial, aber es ist für uns selbstverständlich, weil auf Schwarz-Grün Verlass ist an den Schulen. Und das ist die Frage von Planungssicherheit, ankündigen und umsetzen. Und da wissen die Schulen genau, worauf sie sich mit uns verlassen können, meine Damen und Herren. Denn es gibt fast kein anderes Bundesland, was über die Grundunterrichtsversorgung hinaus ein solches Angebot vorhält. Ein Beispiel wäre Bayern, aber keiner macht so gut wie wir, meine Damen und Herren. Und wir schauen voraus. Im Einzelplan haben wir 100 zusätzliche Stellen vorgesehen für Lehrer im Vorbereitungsdienst. Und genauso haben wir auch zusätzliche Ausbildungskapazitäten an den Universitäten vorgesehen.
Ich will Ihnen nur einmal zeigen, wie sich das Ganze insgesamt darstellt. Auch Ihr Einverständnis, Herr Präsident, vorausgesetzt. So haben sich die Lehrerzahlen und so haben sich die Schülerzahlen in den letzten Jahren entwickelt. Lehrerzahlen gehen kontinuierlich hoch. Grundunterrichtsversorgung brauchen wir 39.000 Stellen. 56.000 haben wir im Angebot. Die für 2021 kommen noch oben drauf. Und die Schülerzahlen sind um 80.000 Schüler reduziert. Das heißt, Lehrer-Schüler-Verhältnis wird kontinuierlich besser. Das gibt es nur mit uns. Das gibt es nur mit Schwarz-Grün, meine Damen und Herren. Dann kommen wir zu einem weiteren Megapunkt. Bildungssprache Deutsch. Ich bin dankbar, dass das bereits meine Vorredner angesprochen haben. Ja, die Grundlage für Integration, die Grundlage für Karriere, die Grundlage für eine berufliche, erfolgreiche Entwicklung ist die Kenntnis der deutschen Sprache. Deswegen haben wir das schon sehr frühzeitig erkannt. Mit verpflichtenden Vorlaufkursen haben wir jetzt noch einen Baustein obendrauf erlegt. Hessen war das erste Bundesland, das Vorlaufkurse überhaupt installiert hat. Die sind jetzt Verpflichtung. Da sind wir froh drüber. Und wir legen auch noch eine Stunde Deutsch in der Grundschule obendrauf. Das sind auch richtig Stellenkontingente, die das kostet für die zusätzliche Deutschstunde an der Grundschule 100 Stellen und für die verpflichtenden Vorlaufkurse 210 Stellen. Das ist uns wichtig, aber auch im großen Konsens mit ganz vielen Akteuren. Ob das der Elternbund ist, ob das das Leibniz-Institut ist, bis hin zum Philologenverband, alle miteinander sagen, das macht ihr gut, das macht ihr richtig. Und an der Stelle will ich mal eins sagen, Herr Kollege Scholz, wenn Sie sich hier hinstellen, den Untergang des armen Landes beklagen, weil alles irgendwie aus Ihrer Sicht unübersichtlich und durcheinander ist. Ich will Ihnen eins sagen. Ich bin heilfroh, dass Sie kein Schiffskapitän sind. Ich bin heilfroh, dass Sie in keinem Bundesland verantwortlich für Kultuspolitik sind. Sie sind der gesicherte Untergang für vernünftige Bildung, meine Damen und Herren. Der gesicherte Untergang, das läuft alles ab, da bleibt nichts heile. Und deswegen, Gott bewahre die deutsche Schullandschaft und die hessische Schullandschaft, möge Sie verschonen von Ihren bildungspolitischen Ideen, meine Damen und Herren. Ich komme zu einem weiteren Megathema. Und da will ich dem geschätzten Kollegen Degen doch deutlich widersprechen. Herr Präsident, ich habe noch Zeit. Das ist gut. Hessen ist das Bundesland, was im Bereich der Digitalisierung wirklich massiv in die Speichen greift und so massiv in die Speichen greift wie kein anderes. Das belege ich gerne. Kein anderes Bundesland packt beim Digitalpakt, beim großen Digitalpakt 25% obendrauf. Kommen Sie nach vorne, erklären Sie mir ein Bundesland, wo das geschieht. Kein einziges Bundesland. Kein einziges Bundesland packt beim ersten Annex, bei der Beschaffung der Schülerendgeräte 25% obendrauf. Kein anderes Bundesland. Herr Kollege, beruhigen Sie sich doch. Meine Damen und Herren, fürs Beruhigen bin ich zuständig, Herr Kollege Scholz. Alle mal wieder ein bisschen durchatmen, ein paar Bewegungen mit den Fingern machen, dann geht es wieder. Der Kollege Armin Schwarz hat das Wort. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident. Beim Support Annex 2, kein anderes Bundesland packt 25% obendrauf. Und auch kein anderes Bundesland hält eine eigene Schulcloud vor. Mittlerweile über 90% der weiterführenden Schulen in Hessen sind am Schulportal. In Summe über 60% der Schulen nutzen das Schulportal. Das Videokonferenzsystem bauen wir kontinuierlich aus. Momentan aufgrund kapazitärer Schwierigkeiten, das will ich durchaus sagen, mit kommerziellen Anbietern. Aber im nächsten Jahr legen wir 1,5 Millionen Euro auf den Tisch, damit wir das im Schulportal in Gänze anbieten. Das ist eine Mega-Herausforderung. Und im Übrigen, die Anzahl der Fortbildungen im Bereich der Digitalisierung für Lehrkräfte haben wir
im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Alleine seit März haben wir hier um die 8.000 Fortbildungen vorgehalten. Das ist eine Megazahl, das ist eine unglaubliche Zahl mit hervorragenden Teilnehmerquoten. Und da sind wir auch froh darüber, dass das gut gelingt. Ich könnte jetzt noch vieles über den Ausbau der Breitband- und Gigabit-Anbindung berichten. Auch hier machen wir riesengroße Sprünge nach vorne. Ich weiß, wir haben hier noch Spielraum bei manchen Schulen. Aber wenn wir feststellen, innerhalb von 12 Monaten haben wir 68% draufgelegt bei Glasfaseranbindung und innerhalb von 12 Monaten haben wir über 70% draufgelegt bei den gigabitfähigen Internetanschlüssen, ist das, glaube ich, ein Zeichen, welche Prioritäten wir setzen. Kurz möchte ich noch eingehen auf die Situation pandemiebedingter Maßnahmen. Hier haben wir für Vertretungslehrkräfte 100 Millionen vorgesehen. Die werden zum Glück nicht alle abgerufen bis dato, weil bei den Lehrkräften die Ausfallquote pandemiebedingt so gering ist. Wurde gestern berichtet, im Wert von 1,4–1,5%. Das ist zum Glück so übersichtlich. Aber die 75 Millionen Euro, die wir bereithalten für Schutzmaßnahmen, wo im Übrigen, Herr Kollege Scholz, auch Luftreinigungsgeräte angeschafft werden können, wenn die Schulträger es denn wollen, als freiwillige Unterstützung für die Schulträger, als freiwillige Unterstützung für die Schulträger, das wäre wichtig zu betonen. Herr Kollege May, der hat das eben gerade schon mal in der Natur der Raison durchdekliniert, was wir an Stellen vorhalten für den Ganztag, 230 zusätzliche, mit zusätzlichen Förderpädagogen, aber auch mit 10 Millionen Euro für die Schulträger, die für zusätzliche Verwaltungskräfte vorgesehen sind. Deswegen will ich aus kollegialen Gründen Strich drunter ziehen und feststellen, wir haben viel zu bieten, wir investieren punktgenau und richtig. Was macht die Opposition? Ablenkungsmanöver. Gerne einmal die Story, ihr müsstet bezahlen, wobei es eine originäre Schulträgeraufgabe ist. Wir unterstützen gerne die Schulträger, das habe ich eben gerade unterstrichen. Was macht die Opposition auch noch? Redet über Wechselmodelle. Dort, wo Sie selber in der Verantwortung sind, versuchen Sie, die Wechselmodelle so gut es geht, so weit wie möglich zu verhindern und zu vermeiden. Na ja, nur langsam. Sie haben ja uns alle miteinander selber den Beschluss gefasst, den der Ministerpräsident gestern zitiert hat. Alle Länder waren dabei mit dem Bund. Der Präsenzunterricht geht vor. In Bayern ist die Lage wirklich dramatisch und eine etwas andere als in großen Teilen von Hessen. Und im Übrigen, eigene Konzepte fehlen bei Ihnen in Gänze. Ich fasse zusammen. Wir haben einen wirklich großartigen Haushaltsplan, Einzelplan 04, auf den Tisch gelegt, mit zusätzlichen Mitteln, genau dort, wo sie hingehören, im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Lehrerversorgung, im Bereich des Deutschunterrichts und der Deutschförderung. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und ich bedanke mich bei allen Lehrkräften, bei allen Eltern, bei allen Schülern für diese Arbeit, auch in diesen herausfordernden Zeiten. Alles Gute für Sie und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz.